Willkommen zurück zu Luffy and the Fortress of Doom. Wir escapen mal hier aus der Höhle. Weil ich einfach vermute, dass wir hier unten vielleicht schneller zur Brücke kommen. Auf jeden Fall kriegen wir hier den gelben Ring und eine Steinkur. Schauen wir nochmal, was der gelbe Ring drauf kann. Macht die Verteidigung und die Magieresistenz um einiges hoch. Wäre vielleicht gar nicht mal so doof, das ihm zu geben, wegen der Magieresistenz. Oder ich gebe ihn einfach ihr, damit sie mehr Verteidigung hat an sich. Wo sind wir bitte jetzt? Das hier sieht aus wie Shayas Labor. Willkommen im Shaya Labor 1. Okay. Professor Rayleigh ist in Argus. Ja, das weiß ich, aber warum bin ich jetzt bitte hier? So war das nicht ganz geplant. Es ist verschlossen. Wo zum Henker bin ich? Also ich weiß, dass ich in Shayas Labor bin, aber weißt du von der Insel des, der Aufgebung? Ja. Wirklich? Du weißt davon? Wenn ich nein sage, das ist eine kleine Insel von Sonigal. Sie sagen, Items, die du verkauft hast, sind dort. Du kannst dorthin, wenn du ein Schiff hast. Ich habe gehört, es gibt auch andere interessante Shops. Jo. Das sieht nach Schiff aus. Aber weiter scheint hier nicht zu sein. Wo bin ich denn jetzt, wenn ich hier rausgehe? Ja, nee, ist klar. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin anscheinend ein bisschen südlich von dem anderen Zeug. Komm, bitte lass mich wegrennen. Danke. Okay, also ich vermute mal, dass ich nicht hier durch muss. Das heißt, ich muss einen anderen Weg finden durch die Höhle da oben. Platina. Ah ne, unten gab es ja auch noch Wege. Oh Gott. Gut, gehen wir mal nach rechts. Tunnel vorausführen in vierte Richtung. Die Argus-Höhle ist nördlich, Shaya Lab ist westlich, die Plains sind südlich und Osten bringt dich hierher. Wo sind wir hier? Achso, wir sind hier jetzt in Shayas Labor 2. Okay, okay. Also haben sie das hier alles verbunden miteinander. So ein südlich bringt mich zu den Dingern. Zu den Plains. Ich möchte mich jetzt aber nicht mit euch kloppen, bitte. Lass mich weg. Ach, komm schon. Komm, lass mich weg. Mann. Ja, klasse. Steiner mich noch. Ich will gar nicht gegen euch kämpfen, du versteinerst mich, du Penner. Wo bin ich jetzt genau?
weiß gerade auch nicht, was ich hier soll. Oder wo genau ich hier bin. Ja, hier müssen wir nicht alle zwei Schritte jetzt angreifen. Ach Gott. Ah, hier gibt es auf jeden Fall noch eine Höhle. Lass mich bitte einfach wegrennen. Komm, ihr werdet doch von einem Baum wegrennen können. Es ist ein verdammter Baum, der da dabei ist. Mit Zombies wegzurennen oder Ghouls, das sollte eigentlich auch nicht schwer sein. Was wundere ich mich überhaupt? So, dann schauen wir noch mal, was hier in der Höhle ist. Und hoffen mal, dass wir hier nicht alles umsonst gemacht haben. Ah, sieht gut aus. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind wir jetzt bei der Brücke. Also haben wir zumindest den richtigen Weg genommen. Also war das wenigstens nicht alles umsonst. Bitte lass mich wegrennen. Danke. Ich möchte nur die zwei Truhen und dann möchte ich hoch zur Brücke. Gut, wir haben eine Surprise Attack, das nutzen wir natürlich dann. Wenn man schon eine geschenkt bekommt, dann kann man die auch nutzen. So, was haben wir hier? Ein Drachenei und eine X-Portion. Gut. Mich wundert es gerade, dass mich jetzt gerade kein Monster mehr angegriffen hat. Jetzt aber. Okay, Mimika. Dann werden wir doch mal mit Wasser und Erin die Viecher hoffentlich killen. Oder auch nicht, weil Erin versteinert wird. Aber vielleicht killt Wasser sie trotzdem. Nein, tut es nicht. Und du wirst das mal Erin heilen müssen. Ich weiß nicht, anscheinend kann man die Versteinerung in dem Spiel zu seinem Vorteil nutzen. Wenn man sieht, dass der Gegner einen sehr starken Angriff macht, könnte man einen seiner Charaktere, die schwächere Verteidigung haben, vielleicht damit versteinern, sodass sie dann keinen Schaden nehmen. Das ist die Brücke nach Aros. Sie ist ziemlich kaputt. Lass nach Odell gehen und Piron erzählen. Ja, danke. Wenigstens das geschafft. Jetzt weiß ich auch, wie ich einigermaßen schnell dahin komme, denke ich. So. Aber zuallererst gehen wir jetzt hin. So. Ach Gott. So, Piron. Ich komme mit einem Zickzack auf dich zu. Nee, der ist ja oben in der. Er flirtet ja mit der Prinzessin drum. Also ist ja auseinandergefallen, das ist ein Problem. Naja, wir schauen mal drauf. Wir könnten eure Hilfe gebrauchen. Kommt zur Höhle. Wir gehen jetzt zur Prinzessin. Ich habe dich gefragt, Piron. Okay. Ich weiß jetzt nicht, das übersetzt man wahrscheinlich wieder irgendwie. Oder ich bitte dich. So im Sinne von... Bitte geh. Oder sowas. Also jetzt im höflichen Sinne, dass er... die Erlaubnis hat zu gehen oder sowas.
Denn man ist ja Prinzessin und so. Ich bin jetzt gerade aber nicht sicher. Ob ich da jetzt hingehen sollte. Denn ich vermute, dass es vielleicht etwas mehr als 5 Minuten dauert, oder besser 4,5, die ich noch Zeit habe. Ups. Na, jetzt mache ich es halt ein bisschen länger, kurz den Part hier. Dass zumindest die Brücke wieder ganz mache. Vielleicht nicht ganz bis nach Argus gehe, aber... dass zumindest die Brücke wieder ganz ist. Und ihr lasst mich bitte einfach in Ruhe, ja? Danke, das klappt sogar. So kann man es natürlich auch machen, das ist nicht schlecht. Dass man sozusagen die Gefährlichen erstmal wenigstens platt macht. Und mit den anderen versucht wegzurennen. Dass wenn es nicht klappt mit dem Wegrennen, man wenigstens weniger Schaden bekommt. Ah, naja. So. Gut, da stehen die beiden. Ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt von irgendeinem Mega-Monster angegriffen werden. Eine Surprise-Attack, das ist gut. Ja, du musst es natürlich noch angreifen, du Mistvieh. So, hallo, würdest du auf... Ah, ich soll von da oben runter gucken. Ja, du kannst von am besten dort sehen. Wir können die Arbeit nicht begutachten von hier. Der Job wird nicht einfach. Ich brauche einen scharfen Sinn. Also ich brauche ein scharfes Paar Augen, um unsere Fehler zu beachten. Auf Deutsch. Ich darf wieder hier raus. Aber hier rein. Um jetzt irgendwie wieder da auf den Cliff zu finden. Wo ich noch keine Ahnung habe, ob ich mich da hinfinde. Naja. Eine Surprise Attack. Okay, dann werden wir das ja hoffentlich schaffen hier. Ohne viel Schaden einzustecken. Ohne überhaupt Schaden einzustecken, sehr gut. Komm, lass mich in Ruhe. Boah, ich möchte dich bitte wegrennen. Komm schon, lass mich weg. Ach, Mann. Mann. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich möchte einfach nur schnell darüber noch kommen, damit diese Scheißbrücke repariert werden kann. In einer Minute werde ich das wohl nicht schaffen. Okay, ich mache den Part länger. Weil das will ich einfach hinter mir haben. Diesmal komme ich wenigstens schnell weg. Irgendwie kommt mir das gerade so vor, als würde das jetzt viel besser klappen, gerade mit dem Wegrennen. Au. Der tat weh.
Der war doch ungefähr hier, oder? War das nicht hier? Nein, das war natürlich nicht hier. Jetzt muss ich erstmal wieder den Weg darüber zu dem scheiß Cliff finden. Da werde ich mich aber keine Ahnung haben, wo das war. Jetzt weiß ich, wo es war. Okay. Lass mich noch schnell hier weg. Ich möchte auch nicht vergessen, was ich jetzt weiß gerade, deswegen. Ach nee, hier ging es ja doch nicht. Ich musste schon hier rein, ich musste nur nach ganz unten. So war das. Ja, ja, der Part wird etwas lang. Das sind jetzt schon 16,5 Minuten. Und ich hoffe einfach nur, dass meine Festplatte nicht zwischendurch sagt, ich bin voll. Das wäre doof. So, auch das Einzige, wovor ich gerade Angst habe. Komm, lass mich einfach weg. Ach Gott. Ich fühle mich gerade total unwohl, dass ich den Part jetzt so lang machen muss. Einfach nur, weil ich die ganze Zeit Angst habe, dass gleich meine Festplatte sagt, ich bin fertig. Aber jetzt sind wir wenigstens angekommen. Und kriegen noch eine Surprise Attack. Wenigstens ein was Positives. Hau doch mal die kritischen Treffer raus, wenn ich sie brauche. So. Björn, wir sind fertig. Richtig, lass uns die Arbeiten starten. Sag mir, wenn du denkst, dass wir fertig sind. Was denkst du? Wir haben sowas noch nicht so schnell gemacht in so einer Zeit. Na, die Brücke ist fertig. Wir gehen nach Odell zurück. Ja, die Brücke ist fertig. Das stimmt. Gut, alles klar. Ja, ich wollte auch escapen. Gut, wir gehen jetzt auch zurück erstmal nach Odell. Um zu speichern. Und im nächsten Part werden wir dann nach Arus gehen. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. So, erstmal speichern. Das war Lufia and the Fortress of Doom für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir in das Magierdorf Arus gehen. Und dort dann hoffentlich auf Dingens treffen, Shaya. Ich vergesse meine Vornamen, es war glaube ich irgendwas mit P oder mit R. Rayleigh, genau, Rayleigh. Also, bis dann.